klar, wofür ist er nicht verantwortlich, oder? Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter an. Wie es in unseren Nachbarländern und bei uns genau aussieht, hier ist er, der TAF-Tag. Eine Legende ist gestern 60 Jahre alt geworden. Um genau zu sein, ist er der Mann, der mit einem Spagat die Welt verändert hat. Die Muscles von Brussels, Jean-Claude Van Damme. Warum das wahre Leben des Actionhelden allerdings mindestens so viele Höhen und Tiefen hat wie seine Filme, das sehen Sie jetzt. Jo, let's go. So, selber reisen ist ja im Moment stark eingeschränkt. Trotzdem werfen wir jetzt mal einen Blick nach L.A., rund 10.000 Kilometer von hier. Da leben nämlich diese vier jungen Frauen hier aus Europa. Sie sind ausgewandert, um dort ein Leben in Luxus und Glamour zu führen. Doch dann killt Corona ihre Jobs. Amerika versinkt vor den Präsidentschaftswahlen im Chaos. Und ihre Familien sind bei all dem weit weg. Wird aus dem Albtraum L.A. irgendwann vielleicht doch noch ein Traum? Ja, morgen mehr dazu. Wenn ich alleine bin, male ich gerne nackt und höre dazu Mariah Carey. Ja, das sagt eine sehr bekannte Sängerin über sich selbst und outet sich damit als ganz spezieller Fan. Um wen es geht und welche Stars sonst noch so andere Stars verehren, bitteschön. Ach komm, wir laden Sie jetzt auch einfach zu einer Runde Kaffeeklatsch ein. Ein Thema heute, statt die Wogen in Deutschland zu glätten, genießt der Wendler sein süßes Leben ganz entspannt in Florida und sorgt mit einer Fahne im Vorgarten noch zusätzlich für neuen Zündstoff. Hier ist er, der TAF-Klatsch. Aha, das ist aber ganz schön streng, oder? Jetzt wird's dafür umso leckerer. Uiuiui, wir machen dafür gar kein großes Geheimnis draus. Sie können hier was mega Tolles gewinnen und zwar sofort und gleich 40 Mal. Wir machen quasi so neu, da haben wir es nicht mal im Studio, aber da haben Sie es ja schon gesehen. 01279 788 788, ohne Kennwort, ohne Frage und das Beste, Sie erfahren sofort am Telefon, ob Sie gewonnen haben oder nicht. Bis gleich. Zurück bei TAF, live aus München und gleich ab nach Köln. Lecker, sage ich nur, denn da stehen Sie gerade alle Schlange wegen eines Croissants. Ehrlich wahr, das haben wir so auch noch nie gesehen. Was das Teilchen so besonders macht, gucken Sie mal. Lecker. Und wir platzen jetzt nicht vor Croissants, sondern vor Spannung, denn morgen Abend ist es endlich wieder soweit, Deutschlands größtes Ratespiel. The Masked Singer geht wieder los. Wir haben vorab natürlich mit Moderator Matthias Oppenhöfel gesprochen. Der führt ja auch durch die dritte Staffel natürlich und seine allerschwierigste Aufgabe, wie ich finde, die Geheimhaltung. Wie er das wuppt, ich weiß es nicht. Und das haben wir ihn gefragt und auch, was seine persönlichen Highlights im letzten Jahr waren. Ja, Matthias, da bin ich ja froh, dass es wieder genug Plüsch gibt, das mal. Ne? Und live hier bei uns auf ProSieben gibt es jetzt noch ein Highlight, denn wir haben hier heute und sofort 40 Mal das Nigelnagel. So neu, dass wir hier noch keins im Studio haben, ganz ausnahmsweise. Aber Sie kriegen es nach Hause unter der 01379 788 788. Ihr Glück versuchen, bitte schön. Kein Kennwort, keine Frage und das Beste, Sie erfahren sofort am Telefon, ob Sie gewonnen haben oder nicht. Bis gleich, viel Glück. So, da sind wir wieder zurück bei TAF live aus München mit Schuhen mit schrägem Absatz. Wie bitte? Hört sich ja im ersten Moment total skurril an, ist derzeit allerdings auch total angesagt. Was es genau damit auf sich hat und welches Muster in diesem Herbst ein absolutes Comeback feiert, das alles und mehr verraten wir Ihnen jetzt im TAF-Trend. Ja, Mensch, wenn man schon nicht ausgehen kann, oder? Dann macht man sich einfach für zu Hause ein bisschen schick. Also, wir machen hier Ladies Week diese Woche. Morgen ist dann Rebecca für Sie da. Ganz viel Spaß, schöne Woche. Mua. Tschüss. Schönen Abend.